Ja, zunächst einmal haben mich damals die Genossinnen und Genossen in Sachsen-Anhalt gefragt, ob ich dort kandidieren will. Mein Wahlkreis besteht aus Bitterfeld, Köthen, Bernburg. Das sind so die drei größeren Städte, wenn man so will. Und zunächst gab es natürlich eine sehr große Skepsis, weil die Genossinnen und Genossen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben: Oh nee, bitte nicht schon wieder ein Wessi. Man merkte die Vorbehalte, die es gab, und du musstest dich auf die Leute richtig einlassen. Das heißt, du gehst zum Kleingartenfest und trinkst da nicht ein Wasser, sondern musst da mal 4, 5 Bier trinken und ein bisschen länger bleiben und wirklich Interesse zeigen. Und wenn du Interesse zeigst, Interesse an der Geschichte, am Leben hast, wie lief es da ab? Nimm nur Bitterfeld. Die haben zwei Deindustrialisierungen hinter sich. Also 1990, die Abwicklung der Chemie, der großen Filmfabrik in Wolfen-Orwo. Dann der Aufschwung mit der Solarindustrie, die brach auch wieder zusammen. Und du musst dich dafür interessieren. Und wenn du das machst, dann kriegst du dort auch einen Zugang zu den Leuten und vor allem eine Akzeptanz. Ja, das war natürlich schon ein großer Bruch. Ich habe vorher Hochschulpolitik gemacht an der Uni in Hannover. Und das ist natürlich was völlig anderes, wenn du dann sozusagen über Nacht dich um Angelvereine, um die Volkssolidarität, vor allem auch um viele Fragen, die Senioren betreffen, kümmern musst. Wir haben eine sehr große Überalterung dort. Du hast dort in meinem Wahlkreis oder in ganz Sachsen-Anhalt eine Armutsquote von über 20%. Das musst du dir einmal reinziehen. Und da hast du natürlich eine völlig andere Aufgabe. Du musst anders sprechen, aber es war jetzt auch nicht so kompliziert, denn als Politikwissenschaftler fand ich das natürlich total spannend, mal das, was du aus der Theorie kanntest, aus Publikationen, aus Untersuchungen über die Geschichte der DDR und Ostdeutschlands, dann selber mit den Menschen zu besprechen. Und das ist schon eine ganz tolle Erfahrung, die ich da machen konnte und bis heute mache. Naja, es gab natürlich keine besonders starke Lobby für die Ostdeutschen. Also, das war vor allem natürlich die PDS mit all den Problemen, die sie aktuell hat, die aber natürlich diese Frage immer wieder thematisiert hat. Auch wir als linke Bundestagsfraktion machen das weiter, und es ist natürlich wirklich aberwitzig, dass die Löhne immer noch niedriger sind. Guck dir die Infrastruktur an und überhaupt, wie wird über den Osten geredet? Ne? Da latschen im Bundestag die ganzen Wessis durch die Gegend und erklären den Ossis mal, wie jetzt ihr Leben gewesen ist. Und da schottet sich natürlich auch Leute ab und sagen: Okay, das brauche ich nicht mehr. Das ist einfach ungerecht und es ist eine Sauerei, dass die Leute schlechter behandelt werden, dass ihnen weniger Respekt entgegengebracht wird, dass sie auch noch belehrt werden, wie das Leben gewesen ist in der DDR, in Ostdeutschland. Es ist einfach eine Sauerei, dass sie weniger Lohn für die gleiche Arbeit bekommen. Und deswegen ist das natürlich eine Ost-West-Frage, aber zunächst mal eine ganz simple Gerechtigkeitsfrage, dass die Leute, die genauso hart arbeiten, auch genauso bezahlt werden müssen wie im Westen auch. Also das ist eine ganz grundsätzliche Frage, und deswegen ist es und muss es weiter Aufgabe der Linken sein, gegen diese Ungerechtigkeit zu kämpfen. Und das sind wir ja auch aufgrund unserer Geschichte sozusagen da auch den vielen Menschen, die auf uns gesetzt haben und auch noch setzen, schlicht schuldig. Und ich finde jetzt, wir sind im Jahr 2023, muss die Angleichung der Lebensverhältnisse wirklich mit aller Radikalität in den nächsten 1 bis 2 Jahren wirklich durchgesetzt werden. Ich will das ganz konkret machen. Bitterfeld ist geprägt gewesen, zum Beispiel natürlich von der Chemieindustrie, aber auch der Kohleförderung. Ja, es gibt die jetzt schönes Landschaftsgebiet, die Gotsche, der ehemalige Braunkohletagebau. Da kann man jetzt segeln, angeln, alles super duper. Aber trotzdem geht es natürlich darum, diesen Leuten erstmal mit Respekt gegenüberzutreten. Das sind Generationen in der Kohle gewesen. Und da muss ich nicht irgendwie aus Berlin-Mitte angereist kommen und sagen, dass sie alles jetzt Klimaverbrecher hier gewesen sind, sondern ich muss doch diese Leute mal ernst nehmen. Was haben sie geleistet? Ohne diese Braunkohleförderung, die es gegeben hat, gäbe es ja gar keine Industrialisierung damals. So, und das ist, finde ich, eine Herangehensweise. Wie nähere ich mich eigentlich diesen Menschen? Belehre ich sie und sage ihnen, was wir heute alles wissen, was besonders schlau und in weiten Teilen natürlich richtig ist? Oder gehe ich erstmal auf sie zu und frage, wie ist euer Leben eigentlich gewesen? Wie habt ihr gelebt, gearbeitet, geliebt? Wie war das bei der Jugendweihe etc. pp.? Und ich finde, wenn du mit diesem Anspruch als Linker kommst, dann kannst du diese Leute auch für ein Projekt eines sozial-ökologischen Umbaus gewinnen. Aber es wird nur so funktionieren, damit du diese Menschen auch mitnimmst und vor allem, dass du sie ernst nimmst.
Zunächst einmal finde ich es wichtig, im Wahlkreis macht das seit 2005 meine Bürgersprechstunden auf den Märkten, in Köthen, in Bernburg, in Staßfurt, in Bitterfeld, dort regelmäßig zu stehen. Dort bekommst du ein Gefühl dafür, wie ticken eigentlich die Leute, was ist denen wichtig. Und das korreliert im Übrigen nicht immer mit dem, von dem wir denken im Bundestag, dass es wichtig ist. Also das ist erstmal ganz wichtig, ansprechbar zu sein. Und ich finde die Frage, wie geht man mit Ostdeutschen um, wie sind die Löhne, die Gehälter, die Rente, das muss weiter Alltagsaufgabe sein, eines linken Bundestagsabgeordneten in der Region.